Artenschutz gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Wilhelma in Stuttgart. Am Montag, den 14. Mai 2018, eröffnete der Zoodirektor Dr. Kölpin die Ausstellung zur Silent Forest Company im Maurischen Landhaus. Wir wollen heute unsere Kampagne zur Songbird-Krise eröffnen und bekannt geben. Vielleicht erstmal einzuleiten, worum es geht. Die Europäische Zoovereinigung, die EASA, macht immer verschiedene Artenschutzkampagnen, an denen wir in der Regel auch teilnehmen als gutes EASA-Mitglied, als sehr stark als vertretenes EASA-Mitglied. Und dieses Jahr geht es um die Songbird Campaign. Das geht um die Krise der Singvögel in Südostasien. Dort werden die aus den Wäldern herausgefangen und für den Singvogelhandel genutzt, vor allen Dingen in den Ländern selber, aber auch natürlich exportiert. Und dadurch entsteht es, dass diese Singvögel dort aussterben, verschiedene Singvogelarten aussterben. Und damit man dagegen wirken kann und dagegen weggefangen wird, dann packt die mit. Der Vogelkurator Dr. Günter Schleusner wies auf die Probleme des Zurschaustellen von Singvögeln hin. Eben aufmerksam machen, dass wirklich verschiedene Vögel auf Java mittlerweile, die vor einigen Jahren noch Allerweltsvögel waren, am Rande der Ausrottung stehen oder sogar schon ganz verschwunden sind. Das Ganze ist gekoppelt natürlich mit Zuchtprogrammen dort vor Ort. Man geht regelmäßig auf diese Vogelmärkte und schaut, ob man noch ein paar Restexemplare findet, versucht sie dann zu erwerben und bringt sie dann in solche Zuchtstationen. Und das eben den Leuten ins Gedächtnis zu bringen oder überhaupt die Leute damit bekannt zu machen, dass es dieses Phänomen existiert, das ist die Intention dieser Ausstellung. Also nochmal, Artenschutz heißt nicht immer diese üblichen Ikonen, die großen Säuger, sondern man muss durchaus auch auf kleinere Tiere mal achten. Da passieren genauso Dramatik. Die Referentin für Umweltbildung und Artenschutz, Frau Miriam Wüst, erläuterte die Hintergründe und Ziele der Kampagne. Tempelfreilassung beispielsweise, da werden die Vögel wirklich zu Hunderttausenden gefangen. Und andererseits möchten wir aber natürlich auch die Brücke schlagen zu unseren einheimischen Vögeln und eben sagen, was ist denn die Situation vor Ort und das eben auch mit Aufklärungsarbeit koppeln, die eben zeigt, wie sieht es denn mit unseren Singvögeln aus. Die Wilhelma zeigt bis Ende 2019 diese Ausstellung zu diesem wichtigen Thema. Gemeinsam wünschen sich die Veranstalter, dass viele Besucher kommen, um sich zu informieren. Wir möchten natürlich ganz herzlich alle Besucher einladen, sich unsere Ausstellung zur Singvogelkrise in Asien anzuschauen, die sich aber auch mit unseren einheimischen Singvögeln beschäftigt und möchten damit auch gleichzeitig die Gelegenheit bieten, hier die Wilhelma zu besuchen und vielleicht den nächsten Zoobesuch bzw. den Besuch des Botanischen Gartens zu planen. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.